Mal werfen wir gleich mal einen aufnehmenden Blick drauf. Hier sehen wir Steffen Geier, Autor und Ordner. Und Hanfaktivist. Und Hanfaktivist, einer der ersten bezahlten Hanfaktivisten, muss man ja sagen. Wenn man jetzt die ganzen Hanfshops, die sich nebenher für die Legalisierung einsetzen oder umgekehrt aus der Legalisierungsinitiative zum Shop wurden, wenn man die einfach mal außen vor lässt. Aber hier sehen wir Steffen Geier, aktiv beim DAV tätig, bringt die neuesten News und arbeitet politisch an der Legalisierung, hätte ich gesagt, ja. Einfach wäre es gesagt, gegen diese widerliche Kriminalisierung, weil irgendeine Pflanze zu kriminalisieren ist natürlich grundsätzlich erstmal unnatürlich und komisch, bis auf jeden Fall falsch. Ja, also moralisch und juristisch der verkehrte Weg. Definitiv. Und deshalb denke ich, bist du heute auch hier auf der Hanfparade. Richtig. Bist du auch aktiv bei der Hanfparade? Natürlich, ich habe zum Beispiel die schönen Transparente gefasst.